Abgeordnete, werte Kolleginnen und Kollegen, also wir versuchen uns gerade darin, den demokratischen Konsens hier sichtbar zu machen. Und ich glaube, der letzte Redebeitrag hat deutlich gemacht, dass es notwendig ist. Es ist nicht egal, wie wir uns hier verhalten. Und deshalb mein dringender Appell, lassen Sie uns gemeinsam klar sagen, dass wir Hindenburg, die Aberkennung der Ehrenbürgerschaft von Hindenburgs wollen, dass wir aus gutem Grund sagen, wir finden es richtig, dass er nicht mehr Ehrenbürger von Kassel ist und das dokumentieren. Das ist unser Anliegen. Dass wir das Anliegen, das Sie formuliert haben, an diesem Punkt konkret machen. Es geht in diesem Punkt um Hindenburg. Und nicht, weil wir uns das einfach ausgedacht haben, sondern weil sich Menschen aus Kassel darüber beschwert und empört haben, dass dieser Name noch auf der Liste steht und es eben nicht offensichtlich ist, dass wir uns davon distanzieren. Lassen Sie uns das offensichtlich machen. Und lassen Sie uns im zweiten Schritt, ich würde dem jetzt auch zustimmen, Ihren weitergehenden Antrag beschließen, der weitere Vorschläge macht, wie wir damit umgehen. Aber ich bitte Sie, stellen Sie nicht das eine gegen das andere. Es schließt sich nicht aus. Und ich finde, nach der Diskussion und nach den Redebeiträgen von der AfD, die wir gerade gehört haben, müssen wir diese Positionierung vornehmen. Es wird auch öffentlich erwartet. Wir haben offenbar mal eine Berichterstattung.